Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie begrüßen zu unserer heutigen Veranstaltung, die sich mit der Oberstaatsanwältin Helge Grabitz beschäftigen wird. Mein Name ist Katharina Rauschenberger. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fritz-Bauer-Institut und ich freue mich, Sie begrüßen zu können. Die Veranstaltung wird in hybrider Form stattfinden. Das heißt, wenn Sie online zuschauen, können Sie sich in unsere Diskussion auch per Chat-Funktion einklingen und Ihre Fragen stellen oder Ihre Kommentare abgeben. Ich darf Ihnen kurz unsere beiden unsere Referentin und unseren Referenten heute Abend vorstellen und mache das in alphabetischer Reihenfolge. Ich fange also mit Boris Burkhardt an. Er ist Jurist, der in Wien, Berlin und Salamanca ausgebildet wurde. Er hat 2007 promoviert bei Gerhard Werle über ein völkerstrafrechtliches Thema im Zusammenhang mit den Verfahren zu den Völkermorden in Ruanda und dem ehemaligen Jugoslawien. Dafür erhielt er den Fakultätspreis der Humboldt-Universität zu Berlin. Nach dem zweiten Staatsexamen war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, internationales Strafrecht und juristische Zeitgeschichte bei Gerhard Werle an der Humboldt-Universität. 2017 habilitierte er sich mit der Arbeit Zufall und Kontrolle, eine Untersuchung zu den Grundlagen der moralphilosophischen und strafrechtlichen Zurechnungslehre. Er hatte seitdem zahlreiche Gast- und Vertretungsprofessuren inne an den Universitäten Hamburg, Frankfurt an der Oder, Göttingen und Lüneburg, aber auch Gastdozenturen im Ausland, etwa in Südafrika und in Rom. Am Fritz-Bauer-Institut war er im Sommersemester 2019 als Gastprofessor. Seit Februar 2023 ist er Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und juristische Zeitgeschichte an der Philipps-Universität Marburg. Zum Thema des strafrechtlichen Umgangs mit den NS-Verbrechen hat er zahlreiche Aufsätze vorgelegt, darunter auch einen Aufsatz mit dem Titel Wiederentdeckung, Verklärung und Vereinnahmung – Bemerkungen zum Umgang mit Fritz Bauer, der 2017 im Journal der juristischen Zeitgeschichte erschienen ist. Außerdem hat er sich mit den seit 2000 geführten Prozessen wegen NS-Verbrechen beschäftigt und hier den Fall Demjanjuk und die Strafsache gegen Oskar Gröning intensiv betrachtet und einen rechtshistorischen Kontext gesetzt. Zuletzt erschien von ihm dazu 2023 ein Aufsatz mit dem Titel »Im Ringen mit sich selbst – Die Spätverfolgung von NS-Verbrechen durch die deutsche Strafjustiz«, der in einem Sammelband einer Tagung erschienen ist, die 2019 an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster ausgerichtet wurde. Annette Weinke ist Historikerin, die sich 2001 mit einer Arbeit, die unter dem Titel »Die Verfolgung von NS-Tätern im geteilten Deutschland – Vergangenheitsbewältigungen 1949 bis 1969 oder eine deutsch-deutsche Beziehungsgeschichte im Kalten Krieg« promoviert hat. 2002 ist sie erschienen und ist immer noch die grundlegende Arbeit zu diesem Thema. Sie hatte eine Gastprofessur an der University of Massachusetts inne und hat an verschiedenen Universitäten unterrichtet, hat sich an einem Forschungs- und Ausstellungsprojekt zum ostdeutschen Gerichtsfilm beteiligt und war wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungsstelle Ludwigsburg, bevor sie 2006 bis 2010 als wissenschaftliche Mitarbeiterin Teil der unabhängigen Historikerkommission unter der Leitung von Professor Dr. Norbert Frey wurde, das die Geschichte des Auswärtigen Amtes zur Zeit des Nationalsozialismus untersuchte, die erste Behördenstudie zur NS-Zeit. Sie war danach wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena, habilitierte sich 2014 mit der später unter dem Titel Gewalt, Geschichte, Gerechtigkeit, transnationale Debatten über deutsche Staatsverbrechen im 20. Jahrhundert erschienenen Studie. Sie wurde 2014 stellvertretende Leiterin des Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts, dessen Leiter Professor Dr. Norbert Frey ist. Seit dem Wintersemester 2020/21 trägt sie den Titel einer außerplanmäßigen Professorin. Sie hatte Gastprofessuren und mehrmals die Lehrstuhlvertretung Neueste und Neuere Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität inne. Ich hatte schon zwei Publikationen genannt und möchte nur noch darauf aufmerksam machen, dass Annette Weinke in der Reihe des CH Beck Verlags eine Übersichtsdarstellung zu den Nürnberger Prozessen verfasst hat, sowie anlässlich des 50. Beschehens der zentralen Stelle der Landesjustizverwaltung zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen eine grundlegende Studie zu deren Geschichte.
Und jetzt wird der Abend so ablaufen, dass Annette Weinke und Boris Burkhardt jeweils im Wechsel zueinander Referate halten zur historischen und zur rechtlichen Einschätzung der Biografie und der Arbeit von Helge Grabitz. Annette Weinke wird, soweit ich weiß, anfangen und dann werden Sie jeweils abwechseln. Und danach haben wir noch Gelegenheit zur Diskussion. Danke. Ja, schönen guten Abend allerseits und ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Auch lieben Dank, Katharina, für die wirklich sehr nette Einführung unserer beiden Personen hier. Das Ganze ist ja etwas experimentell. Also das heißt, wir versuchen sozusagen das Leben und das Schaffen von Helge Grabitz sozusagen im Doppelpack hier heute nicht zu entfalten, sondern wir wollen uns eigentlich dem annähern, denn Forschung in dem Sinne gibt es natürlich nicht, das dürfte soweit schon klar sein. Also es ist eine Annäherung und die Annäherung wird auch dadurch erschwert, dass wir beide sie nicht mehr persönlich kennengelernt haben, aber wir haben immerhin noch ein kleines Interviewfilmchen, was wir dann in kurzen Clips hier zeigen wollen, sodass Sie dann einen Eindruck... Nein, das geht nicht. Nein? Ach, schade. Okay, ja, das ist schade, aber das können Sie sich dann ja vielleicht zu Hause anschauen. Da kommt eigentlich jeder rein, der sich registriert bei der Shoah Foundation. Ja, dann beginne ich einfach mal. Ich muss mich bemerkbar machen, wenn ich zum nächsten Slide geht. Genau, ich möchte jetzt eigentlich beginnen mit der Entfaltung des Themas als Thema der Geschichtswissenschaft. Denn es geht ja jetzt heute Abend nicht nur um Helge Grabitz, sondern es geht allgemein um die Frage, also was können wir eigentlich dadurch gewinnen, dass wir uns mit Protagonistinnen in der Auseinandersetzung mit NS-Unrecht in der Bundesrepublik beschäftigen. Und dann können wir gleich zur nächsten gehen. Es ist tatsächlich so, dass eben bis heute diese gesamte Thematik der strafrechtlichen Abrechnung mit NS-Täterinnen und Tätern eben sehr stark in Szene gesetzt wird als ein männlich dominiertes Feld. Und zwar gilt das sowohl national als auch international. Also Sie werden es alle kennen, es gibt die Figur des furchtlosen, entschlossenen und hartnäckigen Nazi-Jägers, der sozusagen spätestens seit den 60er Jahren durch die internationalen Öffentlichkeiten geistert. Das ist eigentlich ein Topos der massenmedialen Darstellung des Umgangs mit NS-Verbrechen, also wir kennen alle Simon Wiesenthal, Kurt Schrimm, dann hier Bauer in der Verfilmung. Und das jüngste Beispiel sozusagen dieser männlich dominierten Rahmung ist ein vom NDR produziertes Doku-Drama mit dem etwas reißerischen Titel Nazi-Jäger, Reise in die Finsternis. Da oben rechts, auch da wird sozusagen nochmal diese geschlechterspezifische Rahmung bekräftigt. Es wird erzählt, die Geschichte der alliierten Nachkriegsermittlungen aus der Perspektive eines britischen War Crimes Investigation Unit, was ja durch die deutschen Trümmerlandschaften kreuzt, um dort nach untergetauchten NS-Tätern zu fahnden. Obwohl also Frauen eigentlich in den frühen Nachkriegsermittlungen eine sehr wichtige Rolle gespielt haben, und zwar als Stenotypistinnen, ich kann das Wort noch nicht mal mehr aussprechen, Archivarinnen, Übersetzerinnen, Presseberichterstatterinnen und in manchen Fällen auch schon als Anklägerin, sind die in der Regel heute noch nicht mal ihren Namen bekannt. Nächsten bitte. Bis auf wenige Ausnahmen. Es gibt also wenige Ausnahmen, die auch heute noch sozusagen in der Geschichtsschreibung
eine Rolle spielen. Das ist einmal die promovierte Juristin und Staatsanwältin Cecilia Götz, die amerikanische Anklagevertreterin im Krupp-Prozess war, oder auch die Französin Evgenia Rossow, eine aus Polen stammende Überlebende des Lagers Ravensbrück, die im IMT simultan übersetzte. Und dann gab es vor einigen Jahren auch eine vielbeachtete Dokumentation zu den französischen Kriegsverbrecherprozessen im badischen Rastatt. Und da ist sozusagen nochmal der Name Helga Kloninger aufgerufen worden, die damals in diesem Verfahren als Pflichtverteidigerin arbeitete, und zwar ohne juristisches Staatsexamen. Also sie hatte noch gar kein Examen, sondern sie war sozusagen rekrutiert worden, weil sie perfekt Französisch sprach und ja, immerhin Jura studiert hatte. Und also dieses Vakuum, von dem ich gesprochen habe in Bezug auf weibliche Akteure, das tut sich eben auch auf, wenn man sich mit der Geschichte der westdeutschen Strafverfolgung befasst. Wir haben ja mittlerweile einen ganz guten Überblick zu den politischen, rechtlichen und auch institutionellen Rahmenbedingungen dieser NS-Ermittlung. Die Schwerpunkte der Ermittlungstätigkeit sind auch im Großen und Ganzen gut erforscht. Man kann aber sagen, dass eben ein auffälliger Unterschied zwischen Nürnberg und den deutschen Nachkriegsprozessen darin liegt, dass die meisten Personen hinter diesen Prozessen noch kaum ins Blickfeld gerückt worden sind. Das hängt natürlich auch mit der Spezifika des bundesdeutschen Justizwesens zusammen. Da spielen einfach, anders als jetzt im angloamerikanischen Raum, Personen eine weniger prominente Rolle. Und man kann sagen, dass das Beispiel Fritz Bauer da in gewisser Weise die berühmte Ausnahme ist, die Regel bestätigt. Also es wird in der Zeitgeschichtsforschung bis heute nur sehr, sehr selten danach gefragt, was hat diese Leute eigentlich motiviert, was waren die subjektiven Dimensionen der Strafverfolgung, Sozialisation, Erfahrungshintergründe, eben Motivationen spielen in der Regel kaum eine Rolle. Und angesichts dieser Leerstelle verwundert ist es dann auch nicht, dass auch geschlechterspezifische Besonderheiten da weitgehend ausgespart bleiben. Man kann aber sagen, dass sich doch so nach und nach auch etwas zu ändern beginnt. Den Anfang macht hier allerdings nicht die deutsche Zeitgeschichtsforschung und die Geschichtsforschung zur alten Bundesrepublik, sondern wichtige Impulse kommen vor allem von einer sich kritisch verstehenden Völkerrechtswissenschaft und aus der englischsprachigen Literatur. Vielleicht können wir da schon mal das nächste machen. Ich spiele hier vor allem auf einen neueren Beitrag einer finnischen Rechtshistorikerin an, Immi Tallgren. Ich weiß nicht, ob sie jemand kennt, die sozusagen sich vor einiger Zeit eben mit den konzeptionellen und methodischen Herausforderungen beschäftigt hat, die dann auftreten, wenn man sich mit Akteurinnen in der Geschichte des Völkerstrafrechts beschäftigt. Also sie hat zunächst beschrieben, welche Ernüchterung sich einstellt, wenn man überhaupt sich dem Thema widmen will. Es ging da damals um ein größeres Buchprojekt zu den Anfängen des Völkerstrafrechts im 20. Jahrhundert, und dann beginnt man natürlich zu schauen, ja, gab es da vielleicht die eine oder andere Frau, die hier von Belang sein könnte, und dabei, so schildert sie in ihrem Beitrag, hat man eben einige wenige entdeckt, die aber sozusagen als die First and Only ihrer Spezies gelten können. Auf den ersten Blick wirkte es tatsächlich so, als ob ihre einzige nennenswerte Leistung darin bestanden habe, dass sie mit Rock im berühmten Saal 600 aufgetaucht sei. So hat sie das beschrieben. Sie problematisiert aber auch die
die Herausforderungen bei einer weiblichen Geschichte des Völkerstrafrechts. So kann es eben selbstverständlich nicht darum gehen, nur diejenigen Frauen in den Blick zu nehmen, die den idealisierten Selbstbildern und Leistungsstandards ihrer männlichen Kollegen entsprochen haben. Und damit spielt Teilgram noch ein bereits bekanntes Phänomen oder eine bekannte Kritik an einer hagiografischen Form der Geschichtsschreibung an, die eben dazu neigt, ihren Fokus auf einige Ausnahmefrauen und sogenannte Paradepferde, also weibliche Paradepferde der Disziplin zu lenken. Dadurch werden natürlich traditionelle binäre Geschlechterkategorien eher noch reproduziert, als dass sie dekonstruiert werden. Es gibt da die Bezeichnung der Women Worthies von Natalie Seaman Davis, die kürzlich verstorbene große amerikanische Historikerin. Ja, also Rechtswissenschaftlerinnen wie Teilgram plädieren dafür, den Untersuchungsgegenstand Frauen und Strafrecht, internationales Strafrecht, deutlich breiter zu fassen, indem man die Konstruktion historischer Bedeutsamkeit als etwas Prozesshaftes auffasst, das durch ein Wechselspiel aus wissenschaftlichen, erinnerungskulturellen und identitätspolitischen Strategien in Gang gehalten wird. Und verbunden eben mit dieser Forderung wirft sie einige entscheidende Fragen auf, die auch hier für uns von Belang sind. Also ich habe es hier markiert. Was trägt denn eigentlich dazu bei, welche Mechanismen führen dazu, dass eben einzelne Personen dann als besonders bedeutsam herausgestellt werden? Warum werden eben nur Männer in Festschriften und Kolloquia überhaupt erwähnt? Und welche Bilder, Geschichtsbilder werden eben an die Studierenden und die, den professionellen Nachwuchs weitergegeben? Also, ich komme hier dann auch noch nicht zum Schluss, aber zum Ende meiner Einführung. Der wichtige Punkt erscheint mir, dass der Mehrwert einer Geschichte von weiblichen Protagonisten darin liegt, eben diesen Perspektivenwechsel anzustoßen und nicht darin, die eine oder andere zusätzliche Facette noch zu beleuchten. Also mit der verstärkten Einbeziehung von Akteurinnen, zu dem die heutige Veranstaltung einen ersten Impuls liefern soll, sollte eben der Anspruch verbunden sein, die Geschichte der Westdeutschen oder auch Ostdeutschen in der Strafverfolgung als Ganzes neu betrachten zu wollen. Also darauf kommt es meiner Meinung nach an. Und da habe ich dann sozusagen auch nochmal einige vorläufige Leitfragen formuliert, also unter welchen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wurde es in den 60ern dann immerhin zeitweise möglich, dass Frauen eine wichtigere Rolle spielen konnten. Also bei Grabitz ist es ja auch auffällig, dass sie eben in den 60ern dann dazu stößt. in welchen Bereichen wurden Frauen schwerpunktmäßig aktiv und mit welchen Strategien gingen sie ihre Aufgabe an? Und die Frage auch der Netzwerkbildung erscheint mir auch wichtig. Also kann man beobachten, dass Frauen in einer bestimmten Form sich um Netzwerke bemühen? Welche Methoden wandten sie dabei an und warum erwiesen sich diese Netzwerke dann langfristig als nicht nachhaltig? Ja, damit komme ich hier zum Ende und gebe weiter an Boris Burkhardt. Ja, vielen Dank. Dann kann ich mich auch nochmal bedanken für die Einladung und Gelegenheit, wieder in Frankfurt, wieder am Fritz-Bauer-Institut zu sein. Darüber freue ich mich jedes Mal. Und möchte jetzt gerne die Personen, über die es heute geht, etwas sichtbarer machen. Also die Gliederung des Vortrages war ja kurz zumindest zu sehen. Da übernehme ich jetzt zunächst den Part, dass ich Ihnen Helge Grabitz und ihr
ihre Tätigkeit in der Hamburger Justiz vorstellen möchte und dann auch jedenfalls einen gewissen Überblick geben möchte über die Verfahren, die in Hamburg ermittelt worden sind, zur Anklage gebracht und dann auch abgeurteilt worden sind in den 60er, 70er, 80er Jahren. Das Bild ist schon aufgerufen worden. Es ist natürlich jetzt unter manchen Gesichtspunkten kein besonders glückliches Foto. Es ist aber offenbar ein Foto, das relativ typisch sie zeigt. Also ich würde jetzt einmal kurz in den Raum fragen, zeigen Sie doch mal auf, wenn Sie noch Helge Grabitz begegnet sind. Sind nicht viele Personen. Annette hat es schon gesagt, wir beide hatten auch nie die Gelegenheit, sie zu erleben. Ich habe selbst jetzt noch mal so ein paar Personen befragt. Einer der ersten Sätze war immer, dass Helge Grabitz sehr stark geraucht hat, und zwar eben diese Eve-Zigaretten, die auch auf diesem Foto zu erkennen sind. Das Foto ist aus dem von Annette auch schon genannten Interview des Visual History Archive, wo sie, wenn ich es richtig sehe, als einzige Person aus der Justiz, eben nicht überlebende Zeugin, Zeuge vernommen worden ist, sondern als Person, die sich eben in beruflicher Perspektive mit dem Unrechtsgeschehen befasst hat. Das ist ein sehr langes Interview, 4 Teile, 28 Minuten. Und ganz am Anfang gibt es dieses Bild, als quasi noch so aus dem Off eine Stimme noch den Ton testet und die Kamera dann kurz für 3 Sekunden angeht und dann sitzt sie da so und dann wird es wieder das Testbild und dann beginnt eigentlich erst das Interview in ihrem Büro in der Hamburger Justiz. Sie erzählt in diesem Interview auch so ein bisschen über ihr Leben und gibt da Infos, die man sonst gar nicht so richtig findet. Helge Grabitz wurde am 2. August 1934 in Hamburg geboren, unter ihrem Geburtsnamen Helge Gottschalk. Der Vater war promovierter Studienrat, die Mutter Hausfrau. Helge Grabitz beschreibt den Vater selbst als überzeugten Nationalsozialist, der im Kriegsdienst dann im Wesentlichen die gesamten Kriegsjahre war. Sie selbst sagt, soweit sie wisse, habe er aber nicht an Verbrechen teilgenommen. Die Mutter hingegen wird von ihr als eher distanziert gegenüber der politisch herrschenden Richtung ab 1933 beschrieben. Grabitz geht mit ihrer Mutter nach Helmstedt, um antizipierten Bombenangriffen in Hamburg zu entgehen, schon sehr früh, 1939. Das Kriegsende erlebt sie nach eigener Aussage nicht als Befreiung, sondern eben als Niederlage. Also in diesem Interview wird die Frage gestellt, wie sie die Befreiung 1945 erlebt habe. Und mir schien das jetzt auch so ein relativ typischer Charakterzug. Die Interviewerin wird dann sofort korrigiert. Nein, das wäre eben nicht ein Moment der Befreiung gewesen, sondern eine gefühlte Niederlage. Was vielleicht jetzt hier nicht ganz erkennbar ist, also noch so vielleicht so ein bisschen einfach der äußere Eindruck. Also sie war eben eine sehr kleine Frau, keine 1,60 groß, sehr resolut. In diesem ganzen Interview wird deutlich, die Antworten, die kommen sehr schnell, auch wenn es ganz komplexe Fragen sind. Gibt es eine Kollektivschuld der Deutschen? Die Festlegung erfolgt sofort. Nein, sowas kann es gar nicht geben. Um jetzt ihr Leben nochmal so ein bisschen zu verfolgen, also nach Kriegsende 1946 kehrt die Familie wieder zurück nach Hamburg. Der Vater ist kurz in französischer Kriegsgefangenschaft, wird aber eben auch 1946 schon entlassen. Sie verbringt ein Vierteljahr in Stockholm als Gastschülerin bei der Patentante, dem Patenonkel. In diesem Interview sagt sie, das war so ein Moment, wo sie sich erstmals mit den Verbrechen beschäftigt hat. Sie nimmt dann nach dem Abitur 1954 ein Jurastudium auf, 4 Semester in Tübingen, 4 Semester dann wieder in der Geburtsstadt Hamburg, dort dann eben auch das erste Staatsexamen, das Referendariat und das zweite Staatsexamen. Dann der Eintritt in die Justiz. Sie ist zu diesem Zeitpunkt verheiratet und hat auch schon eine kleine Tochter.
und ist nur wenige Monate, 1965 dann, jetzt können wir wechseln, sind wir bei der STA in Hamburg angekommen. Sie ist wenige Monate dann nur in einer allgemeinen Abteilung, sozusagen wird dort ausgebildet, als zum 1. Januar die Hamburger Justiz, 1. Januar 1966, die Hamburger Justiz 26 neue Planstellen schafft, speziell für die Bearbeitung von NS-Ermittlungsverfahren in Hamburg. Der Kontext dürfte vielen hier bekannt sein. Am 10. März 1965 hat der Deutsche Bundestag eine Verschiebung des Beginns der Verjährungsfrist beschlossen. Es werden sozusagen noch einmal 4 Jahre draufgeschlagen, bis dann auch Mord verjährt sein soll. Also die Berechnung soll nun erfolgen ab dem 31. Dezember 1949, womit die Staatsanwaltschaften eben noch einmal bis zum 31. Dezember 1969 Zeit bekommen, um Verjährungsfristen zu durchbrechen. Das Stadium insgesamt der NS-Ermittlungen ist eben so, dass es die zentrale Stelle schon seit einigen Jahren, seit 1958 ja gibt. Viele Vorermittlungsverfahren an der zentralen Stelle sind auch soweit in Ludwigsburg betrieben worden, dass sie abgegeben worden sind, wieder an die dann für die Anklageerhebung ja zuständigen Staatsanwaltschaften in den Bundesländern. So eben sind jetzt auch viele Verfahren in Hamburg angelaufen und es ist völlig klar, die können nicht bearbeitet werden in angemessener Zeit, geschweige denn sich um neue Verfahren noch gekümmert werden, bis die Verjährung eintreten würde 1969. Grabitz spricht häufig davon, dass sie sozusagen dann ausschließlich NS-Sachen bearbeitet habe. Bis zu ihrer Pensionierung 1998 bleibt sie in den Abteilungen, die dafür zuständig sind. Am Ende besteht diese Abteilung dann nur noch aus ihr 1998. Dennoch ist das eventuell etwas missverständlich, zumindest ich habe es mir dann tatsächlich so vorgestellt, dass sie da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nur NS-Ermittlungsverfahren und Anklagen und Anklagevertretung dann in der Hauptverhandlung betrieben hätte. Es war aber eben so, dass die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die in diesen Abteilungen waren, trotzdem noch zum ordnungsgemäßen Sitzungsvertretungen herangezogen wurden. 2 Tage die Woche stand sozusagen staatsanwaltlicher Dienst in strafrechtlichen Hauptverhandlungen zu allgemeinen Dingen an, es sei denn, es lief tatsächlich ein NS-Verfahren. Also ich hatte mich eben auch nochmal mit einem pensionierten Staatsanwalt, der 1972 bis 1982 in diesen Abteilungen tätig war, unterhalten, der sprach so von 40% der Arbeitszeit, die auf was anderes fiel. Es wurden 2 Abteilungen gebildet, zunächst noch unter einem Oberstaatsanwalt, der auch für Staatsschutzsachen zuständig war. Staatsschutzsachen war vorher sozusagen die Abteilung, wo diese NS-Verfahren angesiedelt waren. Ganz interessant, dass es da bis heute eine gewisse Parallelität gibt. Also auch heute werden zum Beispiel völkerstrafrechtliche Straftaten vor Staatsschutzsenaten am Oberlandesgericht verhandelt. Wie gesagt, sie ist, das beginnt dann die Tätigkeit im Februar 66, damals ist sie 31 Jahre alt und die Perspektive scheint zunächst mal eben so 5 Jahre, bis dann 1969 auch die Verjährung eintreten soll. Wir wissen, es kommt nicht dazu, 1969 wird die Verjährungsfrist nochmal um 10 Jahre verlängert, 1979 dann der Mord für unverjährbar erklärt. Ja, und damit bin ich dann vielleicht noch zu ihrer Motivation. Wie hat sie das beschrieben? Also in diesem Interview sagt sie eher nüchtern, naja, sie habe diese Verfahren für notwendig gehalten und es entspräche ihrer Haltung, dass wenn so etwas notwendig ist, dann kann sie sich jetzt sozusagen nicht drücken und muss es auch übernehmen als Aufgabe. Etwas vielleicht grundsätzlicher reflektiert hat sie das meines Erachtens in einem ohnehin bemerkenswerten Text, das Grauen analysieren von 1982, das ist jetzt auf der nächsten Folie.
wo sie eben von einer Verantwortung spricht, die uns alle sozusagen träfe, um sich einmal gegenüber den Opfern, aber dann eben tatsächlich auch gegenüber, sie referenziert da schon auch immer ihre Tochter, also kommende Generationen, eine Verantwortung auch im Hinblick auf unsere Bekenntnisse zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Also unabhängig davon, was tatsächlich sich sozusagen erreichen lässt, spricht sie an mehreren Stellen davon, dass wenn man das eben nicht getan hätte, man im Grunde Schuld auf sich, neue Schuld auch nochmal auf sich geladen hätte. Ja, was sind das jetzt für Verfahren, die in Hamburg gelaufen sind? Also der Überblick kann notgedrungen nur sehr, sehr unvollständig sein. Es gibt den Nachfolger von Helge Grawitz, ein Staatsanwalt, Jochen Kuhlmann, der spricht davon, dass zwischen 1960 bis 1995 weit über 1000 Ermittlungsverfahren im Bereich NSG, nationalsozialistische Gewaltverbrechen, in Hamburg betrieben worden sind. Tatsächlich, wenn man sich jetzt einfach die Urteilssammlung von Rüther und anderen anschaut, dann sieht man, dass in den Verfahrensnummern 768 bis 833, das deckt den Zeitraum zwischen Februar 1972 und Juni 1976 ab, wir sprechen ja nur von, von Urteilen dann in diesem Fall, das Landgericht Hamburg, also die Schwurgerichte in Hamburg, mehr als ein Drittel aller dort gesammelten Verfahren ausmachen. Und wenn wir den Zeitraum etwas ausweiten, also bis zur Verfahrensnummer 898 gehen, das ist dann der Zeitraum bis Mai 1985, dann sind es immer noch mehr als ein Viertel. Ja, es gibt in diesem Video eigentlich eine ganz schöne Stelle, wo Helge Grawitz dann in dem Archivkeller zwischen den Aktenschränken steht und erklärt, wie, was für Ermittlungskomplexe die Staatsanwaltschaft Hamburg im Wesentlichen betrieben haben. Ich fasse das mal auf dieser nächsten Folie zusammen. Und da ergeben sich insbesondere vier Großkomplexe. Das hieß, dass vier Staatsanwälte, Staatsanwältinnen, dazu kurz, also es gab neben Helge Grawitz wohl eine weitere Staatsanwältin, sonst waren es alles Männer, wenn die anekdotische Erinnerung stimmt, also Justizpersonalakten habe ich jetzt nicht gesichtet, sondern das sind eben auch Angaben von diesem einen pensionierten Staatsanwalt. Also es gab vier Großkomplexe, das war einmal der Komplex Warschau, der Komplex Distrikt Lublin, das Ghetto Riga und das Ghetto Radom. Dafür waren sozusagen Ermittlungsteams von je vier Personen angesetzt. Mittlere Komplexe, zum Beispiel das Ghetto Slonim, oder das aus den Forschungen natürlich insbesondere von Christopher Browning bekannte Reservebataillon 101 und dann kleinere, aber tatsächlich in Anführungszeichen kleinere Ermittlungskomplexe, zum Beispiel Bruno Streckenbach als ja, wahrscheinlich die einzige Person, die angeklagt worden ist wegen ihrer Beteiligung der Ermordung an 1 Million Menschen als sozusagen derjenige, der organisiert hat, Einsatzgruppen. Das Verfahren nimmt eben dann auch ein sehr unbefriedigendes Ende, weil nach mehr als, also im Grunde nach seiner Entlassung aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft 1955 gehen die Ermittlungen gegen ihn sofort los, werden dann zunächst mal eingestellt, aber insgesamt sprechen wir sozusagen über einen Ermittlungszeitraum von 20 Jahren, bis er dann für verhandlungsunfähig erklärt wird und dann aber auch erst 3,5 Jahre nach dieser Verhandlungsunfähigkeit stirbt. Also das sind so jetzt im Groben die wichtigsten Ermittlungskomplexe. Kommen wir mal vielleicht, ja, oder unter welchen Arbeitsbedingungen findet jetzt die Arbeit statt? Ich habe schon gesagt, also es gab eben unterschiedliche Teams. Für die Kleinen war dann eben tatsächlich nur eine Person zuständig, zum Beispiel in diesem Streckenbach-Verfahren. Man kann sich vorstellen, dass das
natürlich jetzt keine im eigentlichen Sinne befriedigenden Personalressourcen waren, trotz der beträchtlichen Anzahl von 26 neuen Planstellen. Es gab auch zu dem Zeitpunkt sowieso natürlich keine IDV, aber eben auch noch keine Karteien, wie wir sie jetzt vielleicht von der zentralen Stelle kennen. Helge Grabitz beschreibt, dass sie das selbst dann erst so sozusagen für sich jedenfalls aufgebaut habe. Worauf man immer wieder stößt, ja auch bei anderen Schilderungen, wie jetzt strafrechtliche Ermittlungen stattfanden, ist natürlich auch der auch noch in den Mitte der 60er Jahre bestehende Mangel an verfügbarer historischer Literatur, dass es da eben doch sehr wenig gab, was man beiziehen konnte, um sich jetzt Wissen zu verschaffen. Relativ schnell bildet sich kommen Kontakte zustande zu einem Historiker, der als Sachverständiger im Wesentlichen sein Auskommen findet, Wolfgang Schäffler, und mit dem geht Helge Grabitz dann eben auch eine private Beziehung ein, heiratet ihn deutlich später, dann Anfang der 90er Jahre. Die Personen, die ich zu Helge Grabitz noch befragen konnte, stammten zum Teil eben dann aus den geschichtswissenschaftlichen Veranstaltungen, die Helge Grabitz zusammen mit Wolfgang Schäffler dann noch stattfinden hat lassen in Berlin an der Technischen Universität oder der Freien Universität. Ja, also die Arbeitsbedingungen sind relativ improvisiert. Ich will jetzt kurz einige dieser Ermittlungskomplexe ein bisschen ins Licht rücken. Beginne mal mit der nächsten. Ja, mit der nächsten Folie. Das ist der Warschau-Komplex, also auch nur, um nochmal deutlich zu machen, was sich da dahinter dann so verbirgt. Da gab es dann vier weitere, jeweils dann auch nochmal sehr umfassende Komplexe, also in dem Fall dieses Ermittlungskomplexes Warschau, einmal das Geschehen um ein berüchtigtes Gefängnis in Warschau, das Pawiak-Gefängnis, dann die sogenannte große Aktion, also die großen Deportationen aus dem Warschauer Ghetto nach Treblinka einsetzend Ende Juli bis dann in den Oktober des Jahres 1942. Dann die Niederschlagung des Ghettoaufstandes. Und schließlich die Niederschlagung des Warschauer Aufstandes, des Polenaufstandes, so heißt es immer in den Unterlagen. Also insgesamt waren das 56 Regalmeter Ermittlungsakten, also wahnsinnig umfänglich. Auch bei diesen Teilkomplexen, Pawiak-Gefängnis, umfasste das dann nochmal 10 Anklagegeschehen, die mehrere Jahre umfassten. Der Hauptangeklagte in allen diesen vier Teilkomplexen, die nächste Folie, war Ludwig Hahn. Er ist auch letztlich zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Hahn war SS-Obersturmbannführer und Kommandeur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes in Warschau. Man könnte also denken, ein Erfolg insgesamt in diesem großen Warschau-Komplex. Das Bild wird doch so ein bisschen getrübt. Letztlich ist auch dieser Warschau-Komplex so ein gutes Beispiel dafür, wie diese Verfahren kleingemahlen werden in den Mühlen der Justiz. Also im Einzelnen kann ich das jetzt aus Zeitgründen natürlich nicht verfolgen, aber letztlich zu einer Anklage und Aburteilung kommt nur dieser Pawiak-Komplex und die Deportation nach Treblinka in der sogenannten Sommeraktion 1942, die für sich gesehen natürlich sehr symbolträchtigen, zeithistorisch höchst relevanten Vorgänge um die Niederschlagung des Ghettoaufstands und dann des Warschauer Aufstands 1944, die werden letztlich in strafprozessualer Weise eingestellt, bevor es da überhaupt zu Anklagen, geschweige denn zu Hauptverhandlungen kommen kann. Und natürlich sind auch die Schuldsprüche, die letztlich ergehen, nur auf einen kleinen Teil der Anklagevorwürfe bezogen. Ja, komme ich mal zu dem nächsten. Das sind jetzt, glaube ich,
vier oder fünf Folien, die man weiterklicken müsste, zu dem nächsten großen Komplex, das nämlich tatsächlich der Komplex Distrikt Lublin, in dem Helge Grabitz unmittelbar eingesetzt war. Also es gab eben einmal diese Teams für die Ermittlungsverfahren. In den Hauptverhandlungen gab es dann eigentlich immer die Person aus der Staatsanwaltschaft, die die Anklage geschrieben hatte, die dann auch im Hauptverfahren diese Anklage vertreten hat, plus einen sogenannten Co-Pilot oder Co-Pilotin, also eine weitere Staatsanwältin, einen weiteren Staatsanwalt, der da auch noch in der Hauptverhandlung aufgetreten ist und die Anklage vertreten hat. Im Lublin-Komplex gab es eben jetzt auch wieder mehrere Teilkomplexe. Das Lubliner Sonderkommando betraf eben beschuldigte hohe SS-Angehörige unter dem Sturmbannführer Höfle, die für diese Sommeraktion in Warschau nach Warschau gekommen ist und dort im Grunde die operative Leitung so ein bisschen übernommen hatte. Der Hauptangeklagte, ganz kurz können wir ihn auf der nächsten Folie einmal anschauen, war der Georg Michalsen. Auch über dieses Verfahren ließe sich viel erzählen, Zeit bleibt nicht, deswegen will ich nur noch in diesem Teilkomplex eingehen auf das Verfahren, das Helge Grabitz im Wesentlichen betrieben hat in diesem Lublin-Komplex. Das war das zweite Teilverfahren, nochmal, ich glaube, machen Sie einmal nochmal weiter und nochmal weiter. Genau, das war das SS-Ausbildungslager Travniki, das, wenn man sich jetzt in den letzten Jahren mit den NS-Verfahren befasst hat, natürlich nochmal durch das Verfahren gegen Ivan Demjanjuk in den Fokus gerückt ist. Aber während natürlich Demjanjuk einer der sowjetischen Kriegsgefangenen war, der dort die Entscheidung mehr oder weniger zu treffen hatte, ob er jetzt stirbt als Kriegsgefangener oder sich zum Morden ausbilden lässt, um es etwas zynisch zu formulieren, betraf das Hamburger Verfahren eben das Beteiligte aus der SS, die dort in Travniki eben die sogenannten fremdvölkischen Hilfswilligen ausgebildet haben. Insbesondere den Lagerkommandanten Karl Streibel, den können wir uns auch nochmal auf der nächsten Folie anschauen. Dieses Verfahren endete, wie Helge Grabitz es formuliert, in einer Katastrophe. Es kam nämlich nachdem, also Helge Grabitz hatte auch dieses Ermittlungsverfahren schon von einem anderen Staatsanwalt übernommen, den Bestand an Ermittlungsakten nochmal von 80 auf 161 erhöht. Insgesamt sprechen wir also auch wieder von einem Ermittlungsverfahren, das ein gutes Jahrzehnt dauerte. Das Urteil ergeht dann im Juni 1976 nach 3,5 Jahren Hauptverhandlung und es ergehen 7 Freisprüche, kein Schuldspruch. Warum? Also das ist wirklich ein Urteil, was wehtut. Ich hatte mir das schon mal vor 12 Jahren angeguckt, als ich was zum Demjanjuk-Verfahren geschrieben hatte und jetzt natürlich nochmal und das vielleicht ganz kurz, sind glaube ich 4 Folien weiter. Also im Wesentlichen ging es in diesem ganzen Verfahren um die Abstellung von Travniki-Mannschaften sowohl in die Vernichtungslager der Aktion Reinhardt als auch dann für die Vernichtungsaussiedlungsaktionen in Lublin, in Warschau, nach den zur Aufstandsniederschlagung und so weiter. Insgesamt hatte Helge Grabitz da mehr als 100 solcher Aussiedlungsaktionen, eben zum Teil auch in sehr kleinen Ghettos oder Ortschaften ermittelt. Zur Anklage gebracht hatte sie noch 19, plus dann eben die Abstellung in die Vernichtungslager, plus Aktion Erntefest und so weiter. Also herausgehobene Massakergeschehen größerer Art. Die Begründung des Schwurgerichts, die vom BGH in einer also wahnsinnig oberflächlichen, ganz, ganz kurzen Revisionsentscheidung gehalten worden ist, warum da Freisprüche bei rauskamen, war immer gleich.
Entweder konnte eine Beteiligung von den Travniki-Mannschaften nicht konkret nachgewiesen werden, weil es keine Überlebende aus der Aussiedlungsaktion gab, oder wenn es eben dieses größere Geschehen war, dann stand zwar die Abstellung der Travniki-Mannschaften und ihre Hilfestellung bei dem Mordgeschehen bzw. Deportation zur Ermordungsgeschehen fest, aber das Schwurgericht hatte jeweils Zweifel, dass der Lagerkommandant und dann erst recht die untergebenen Ausbilder sozusagen Kenntnis davon hatten, dass diese Travniki-Mannschaften tatsächlich an Mordaktionen mitwirken sollten, und zwar auch jedes Mal aufs Neue. Also wir sprechen von Aktionen, die dann über ein Jahr sich erstrecken, und Helge Grabitz hat es etwas zynisch eben dann da formuliert, jedes Mal war Karl Streibel aufs Neue überrascht, wozu seine diese sozusagen untergebenen Mannschaften da missbraucht worden waren. Letztes Verfahren, auf das ich ganz kurz eingehen will, weil wiederum, wenn Travniki die größte Niederlage von Helge Grabitz auch nach eigenem Empfinden war, also sie hat sich eben auch Jahrzehnte später noch immer wieder verbittert darüber geäußert, war das Verfahren zum machen Sie nochmal, also das sind die anderen großen Ermittlungskomplexe, zu denen ich jetzt nichts sagen will, war das Verfahren zum Ghetto hatte Helge Grabitz auch erst mit einem älteren Kollegen ein erstes Verfahren geführt, oder eine erste Hauptverhandlung, und hat nach dem Abschluss sozusagen des Travniki-Verfahrens, genau da sind wir, da nochmal zwei neue Anklagen geschrieben. Wie gesagt, sie selbst hat es als großen Erfolg empfunden. Ich würde jetzt sagen, wenn man es retrospektiv betrachtet, sie erreicht nochmal zwei Schuldsprüche von Angeklagten, die vorher freigesprochen waren. Eben für andere Taten werden die dann nochmal angeklagt. Ein weiterer Angeklagter wird aber erneut freigesprochen. Also auch da sprechen wir insgesamt dann letztlich von diesem ganzen Komplex von vier Schuldsprüchen und ich glaube eben so vielen Freisprüchen. Ja, damit will ich es jetzt mal mit dem Überblick über die Komplexe, die in der Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt und angeklagt wurden und die eben dann insbesondere auch Helge Grabitz beschäftigt haben, gut sein lassen und übergebe wieder an Annette. Ja, ich werde das jetzt sehr stark abkürzen, weil ich auch meine, dass wir noch ein bisschen diskutieren sollten. Also wirklich jetzt nur schlaglichtartig zu Ihrer publizistisch-wissenschaftlichen Tätigkeit. Es wurde ja schon erzählt, also sie fängt Anfang 66 an bei der Hamburger Staatsanwaltschaft, Abteilung 14b. Diese Abteilung wurde damals eben aufgebaut mit 27 Dezernenten und ihr, oder 26 und ihr, und wurde dann aber eben in den folgenden Jahren auch immer weiter abgebaut, sodass sie Anfang der 80er Jahre dann nur noch mit vier Leuten da saß. Also es war dann doch sehr zusammengeschrumpft. 84 waren es dann noch zwei Leute, die diese Abteilung führten. Und die beginnenden 80er Jahre sind natürlich geprägt durch den Einfluss der US-Serie Holocaust, das heißt, es bildet sich ein öffentliches Bewusstsein heraus, ein größeres Interesse an der Geschichte der Judenverfolgung. Frank Bayor hat aber auch kürzlich nochmal betont, dass das eben oftmals, also dieses historische Interesse blieb eben oftmals auf den regionalen und
lokalen Rahmen des Altreichs bezogen und richtete den Blick nur wenig auf das Mordgeschehen in den ehemals besetzten Ländern Mittel- und Osteuropas. Eine gewisse Zäsur, über die Sibylle Steinbach ja auch gearbeitet hat, ist diese 84er-Konferenz von Eberhard Jäckel, also sozusagen dieser Stuttgarter Kongress zur Geschichte des Judenmords. Und also all das zusammen in Verbindung mit den doch deutlich erkennbaren öffentlichen Wissensdefiziten in Bezug auf den Holocaust haben dann offenbar einige Strafverfolger zu dem Stritt animiert, aus der Anonymität ihrer Behörden herauszutreten und wissenschaftlich, publizistisch auch tätig zu werden. Also sozusagen ihre Erkenntnisse aus langer Arbeit dann auch in die Öffentlichkeit zu speisen. Und was wichtig war für Grabitz war, dass sie neben Adalbert Ulkerl, der seit 1961 in der Ludwigsburger Stelle arbeitet, dass sie dazu zu den dienstältesten Strafverfolgerinnen in der Bundesrepublik gehörte. Und sie hat sich eigentlich im Grunde mit drei Themenschwerpunkten befasst. Zum einen gemeinsam mit Schaeffler zentrale Schauplätze des Judenmords im Generalgouvernement, insbesondere Warschauer Ghettoaufstand und die Trafniki, haben wir eben schon gehört. Ein zweiter Themenschwerpunkt lag auf der Tätigkeit der Hamburger Strafjustiz im Nationalsozialismus. Und der dritte Themenschwerpunkt waren die NS-Prozesse selbst. Also das Thema der NS-Strafverfolgung in der Bundesrepublik und in der DDR hat sie auch sozusagen immer wieder beschäftigt, und sie hat sehr streitbare Ansichten auch dazu geäußert. Und ich will jetzt wirklich nur ganz kurz zusammenfassen, was mir an ihren Veröffentlichungen auffällig erschien oder bemerkenswert erschien. Also zum einen ein starker aufklärerisch-didaktischer Impetus, der eigentlich allen ihren Büchern und Aufsätzen zugrunde lag. Es handelt sich also um Publikationen, die sich dezidiert nicht an eine wissenschaftliche Fachcommunity richteten, sondern es wurde ein zeitgeschichtlich interessiertes Publikum adressiert, dem es doch auch schwer fiel, das Ausmaß der Massenverbrechen und deren Bedeutung zu begreifen. Dann hat sie immer wieder betont den besonderen Aussagewert und die Authentizität der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten. Also sie hat auch versucht, diese Akten sozusagen fruchtbar zu machen für die Forschung, aber auch für die öffentliche Diskussion. Die Akten waren für sie wichtig, weil sozusagen in diesen verschiedenen Materialien eine besondere Anschaulichkeit erkennbar wurde, die sie aus ihrer Sicht, also diese Anschaulichkeit war für die geschichtswissenschaftliche Forschung damals nicht gegeben. Sie hat also kein sehr positives Urteil über die Zeitgeschichte gefällt, das muss man sagen, in vielerlei Hinsicht. Und eben in dem Vorwort zu dem mit Schaeffler zusammen herausgegebenen Ausstellungsband Letzte Spuren heißt es dann auch: Fotos, Tagebucheintragungen, Briefe oder Geschäftsunterlagen sprechen eine beredtere Sprache als manche abstrakte Abhandlung. Sie reißen das Gesamtschicksal der zum Tode überantworteten Juden aus ihrer Anonymität heraus, machen bewusst, dass es hier um Menschen mit Namen geht, nicht um vorstellbare Opferzahlen. Und außerdem kann man auch sagen, dass es zu ihren Besonderheiten gehört, dass sie ihr Stil eben bewusst emotional war. Also es handelt sich um moralische Appelle an die deutsche Mehrheitsgesellschaft, du hattest das also in gewisser Weise auch schon gesagt, der Imperativ, die Pflicht zur Aufarbeitung, die Pflicht zum Erinnern und die Forderung der historischen Wahrheit nicht länger auszuweichen. Also das hat sie immer wieder betont, und sie hat das verknüpft auch mit der Aufforderung an die Kollegen in der Justiz, sich
einer vermehrten Selbstreflexion auszusetzen, sich dem zu stellen. Hier nochmal ein Zitat. Wir haben uns bis heute kritisch zu befragen, ob wir diesem Objektivitätsgebot möglicherweise einfach deshalb nicht gewachsen sind, weil uns Wut, Scham oder Verzweiflung über das, was im deutschen Namen, so wurde das ja immer formuliert, dem jüdischen Volk, den Zigeunern und sonstigen Untermenschen angetan worden ist, voreingenommen macht. Und vielleicht nochmal ganz kurz zu der Rezeption. Also man kann, also ich will das jetzt nicht erschöpfend, ich habe das nicht erschöpfend untersucht, aber es ist schon auffallend, dass ihr in der Bundesrepublik dafür keine große Anerkennung gezollt wird. Es gibt da beispielsweise eine Besprechung von dem BGH-Richter Günther Gribbum in zu dem 86 erschienenen Buch NS-Prozesse, Psychogramme der Beteiligten. Das kennt vielleicht auch der eine oder andere von Ihnen. Und da wirft ihr Gribbum eben vor, sie würde starke Töne bevorzugen und ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Und das hat ihm nicht gefallen, also er hat gesagt, dass er dieses Buch eben doch sehr zwiespältig fand. Zu gefühlsbetont eben und irrational. Und im Gegensatz dazu eine amerikanische Rezensentin, Diane Spielman, die genau das als die Stärke des Buches ausmacht, also sie reiht das ein in einen damals neuen Forschungstrend zur Geschichte des Holocaust, der sich eben verstärkt mit psychologischen Dispositionen der Täter und Täterinnen beschäftigen würde. Und gerade darin sah sie den Versuch einer emotionalen Selbstvergewisserung unter Deutschen der 45er Generation, sich also sozusagen Grabels als Angehörige dieser Generation, die das kathartische Bedürfnis verspüre, als Deutsche und Juristin sich über die tiefgreifenden Folgen von Auschwitz klar werden zu wollen. Ja, damit will ich hier schließen und dann denke ich, können wir zur Diskussion übergehen. Achso. Ja, ganz herzlichen Dank, Annette Weinke und Boris Burkhardt, für den sozusagen gemeinsamen Vortrag. Jetzt werde ich wahrscheinlich am besten bis aus dem Publikum sich einige Fragen formieren, selber mit welchen einsteigen. Wir sind aus dieser Frankfurter Perspektive, in der wir uns hier befinden, gewohnt, immer alles erstmal zunächst auf den Auschwitz-Prozess und auf Fritz Bauer zu beziehen. Und das soll auch meine erste Frage sein, wo ihr, also einmal die Frage, ist aus eurer Sicht ein Prozess, der von der Hamburger Staatsanwaltschaft angestrengt wurde, in einer ähnlichen, vergleichbaren Art und Weise von Bedeutung gewesen, gesellschaftlich, juristisch, wie der Frankfurter Auschwitz-Prozess oder wie es heute vom Frankfurter Auschwitz-Prozess angenommen wird? Naja, da gibt es jetzt natürlich dann unterschiedliche Ebenen, auf denen man das betrachten kann. Ich denke aber, also es ist ganz klar, dass es jetzt im Unterschied zu der Anlage des großen Frankfurter Auschwitz-Prozesses oder eben auch jetzt anderer umfassend angelegter Lagerprozesse wie dem Sobibor-Prozess in Hagen oder dem Treblinka-Prozess in Düsseldorf. In Hamburg, selbst wenn diese Teilkomplexe gebildet wurden, letztlich jedenfalls nie zu solchen umfänglichen Verfahren kam. Also dieser Travniki-Prozess mit 7 Angeklagten ist, wenn ich mich jetzt aus dem Stegreif richtig erinnere, gemeinsam mit dem Reservebataillon 101, dem ersten Verfahren, das Verfahren, wo es einfach quasi
schon von der bloßen Zahl der Angeklagten die meisten gegeben hat. In den Ermittlungsphasen ist es zum Teil noch anders. Also das sind Verfahren, die zum Teil gegen hunderte formal Beschuldigte geführt werden. Aber ich weiß nicht, ob die Konzentrationsanstrengungen quasi gleichermaßen waren oder ob es eben einfach daran gescheitert ist, dass es nur noch eine geringere Anzahl von Beteiligten, von Einheiten und so weiter gab. Aber jedenfalls, das wird nicht mehr in ein Hauptverfahren sozusagen überführt. Es gibt überhaupt keine Hinweise darauf, dass irgendjemand in der Hamburger Staatsanwaltschaft, einschließlich Helge Grabitz, derart, ich nenne es jetzt mal strategisch, auch auf Öffentlichkeitswirkung und gesellschaftliche Wirkung Verfahren angelegt hat. Was es gibt, ist eher wiederum auf der anderen Seite von Helge Grabitz immer wieder der Hinweis, die Klage darüber, dass jedenfalls die Verfahren quasi bis Holocaust, der Ausstrahlung der Serie 1980, überhaupt keine Öffentlichkeitswirkung hatten. Und es gibt dem entsprechend auch wenige Presseartikel, die zum Beispiel jetzt auf ein Verfahren eingehen, was sozusagen so eher in der zweiten Welle, also den späten 70er Jahren stattfand, Viktor Arais, also aus dem Riga-Komplex, wo berichtet wird eben, naja, leere Zuschauersäle, kaum, selbst die Presse interessiert sich kaum noch dafür. Grabitz selbst schreibt, dass sich in den 80er Jahren das wieder ändert, insofern als die Saalöffentlichkeit sozusagen zunimmt, Schulklassen kommen und es da ein Interesse gibt. Aber die, ich glaube, sowohl schon die mediale Rezeption als auch dann natürlich irgendwie gesellschaftliche Verarbeitung, wie wir sie zum Frankfurter Auschwitz-Prozess in deutlich geringerem Maße zu dem Düsseldorfer Majdanek-Prozess irgendwie noch haben, hat keines dieser Verfahren und mir ist jetzt auch überhaupt keine rechtswissenschaftliche Rezeption bekannt. Gut, die war jetzt beim Frankfurter Auschwitz-Prozess auch schon nicht besonders groß. Aber insofern wäre jetzt meine Antwort sowohl auf sozusagen kurze als auch auf lange Sicht klar nein. Also diese Verfahren spielen ja auch sonst jetzt in unserer Erinnerung an Anstrengungen oder Versäumnisse der strafrechtlichen Aufarbeitung von NS-Verbrechen keine Rolle. Ich weiß nicht, ob du... Ja, also... ich habe das noch nicht so durchdacht. Also grundsätzlich denke ich auch, dass sie hatte nicht jetzt diese rechtspolitische Reichweite im Auge. Das war, glaube ich, nicht ihr Anspruch, sondern sie hat ja eigentlich in gewisser Weise immer beklagt, dass diese Aufgabe der Aufarbeitung an die Justiz delegiert worden sei und die Defizite dieser Strafverfolgung betont, wobei sie da auch keine Versuche gemacht hat, zum Beispiel die Grenzen des bundesdeutschen Strafrechts so wirklich sehr kritisch zum Gegenstand ihrer Arbeiten zu machen. Das hätte sie ja eigentlich schon tun können. Ich glaube, so war sie dann doch auch in diesem Kalten Kriegsschema befangen, also dass man das eben in der DDR so machte, aber in der Bundesrepublik natürlich nicht. Da können wir das nicht machen. Es gibt auch ein paar andere Widersprüchliche. Ich sehe da wirklich auch Widersprüchlichkeiten bei ihr, weil ich hatte ja schon erwähnt, dass sie auch für ihre Publikationen dann die Ermittlungsakten, die hat sie sehr intensiv benutzt für die Publikationen. Und das waren interessante Materialien, auch eben polnische Veröffentlichungen sind da drin, Zeugenaussagen, also es ist so ein Sammelsurium. Aber auf der anderen Seite dann, Datenschutz, also das hat sie auch ganz streng beachtet, also diejenigen, die nicht verurteilt worden sind, die waren dann irgendwie auch keine Personen der Zeitgeschichte,
Also die meisten waren für sie keine Personen der Zeitgeschichte und deshalb war das alles anonymisiert auch. Was ja auch ein bisschen, also sie hätte ja auch da vielleicht gegen angehen können, aber das hat sie nicht gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Also insofern, ja, also ganz klar hat das nicht diesen Anspruch wie Bauer, aber sie hat dann, wie ich finde, durch diese publizistische Tätigkeit da schon einiges angeschoben. Also es ist mir aufgefallen, dass jetzt diese Sachen, diese Publikationen zu Warschau und so weiter, dass die immer noch zitiert werden auch heute. Und vielleicht nochmal anschließend daran die Frage, ist euch denn bekannt, ob sie die Rechtsauffassung Bauers rezipiert hat? Hat sie sich damit beschäftigt, was hier geschehen ist in den 60er Jahren? Oder hat sie sozusagen, ich meine, sie war ja immerhin jemand, die nicht ausschließlich, wie wir gehört haben, aber zu einem großen Teil sich mit den NS-Verfahren bis zum Ende ihrer Dienstzeit beschäftigt hat. Also das war schon ja eigentlich so eine Art Lebensinhalt ihrer Arbeit. Hat sie diese anderen Rechtsauffassungen, es gab ja schon auch dezidierte Unterschiede zu dem, was Bauer sich dachte, hat sie sich damit auseinandergesetzt? Hat sie das irgendwie theoretisch versucht, irgendwie zu bearbeiten? Ja, also da könnte ich jetzt vielleicht tatsächlich ein Zitat nochmal aus einer Folie aufrufen. Ich müsste vielleicht selber schauen, welche Nummer der Folie das ist. Dann, Moment. Das ist die Folie Nummer 40. genau, also ich meine, Rechtsauffassung von Fritz Bauer, also ganz grundsätzlich findet das Denken, Schreiben von Helge Grabitz, wenn sie sich jetzt zu den rechtlichen Problemen geäußert hat, schon sehr klar in dem Referenzsystem deutsches Strafrecht statt. Es gibt Folien, die hatte ich jetzt auch, die zeigen nochmal Zitate, dass sie das als ungenügend erkannt hatte. Aber sie hat sich jetzt anders als Fritz Bauer, Annette hat das schon angedeutet, nie quasi eindeutig bekannt zum Nürnberger Recht und das als die bessere Alternative bezeichnet. Das bleibt so ein bisschen ungefähr. Und bei diesem, nee, das ist nicht die richtige Folie, dann ist es eine davor. Nachweis der Beteiligung an einer konkreten Einzeltat, das wäre jetzt ja sozusagen der Bezugspunkt, den wir jetzt aus den letzten Jahren natürlich zu Genüge kennen, also wieder der Aufsatz von Fritz Bauer aus der JZ 1967, Ideal- oder Realkonkurrenz, und eben sein Modell der Zurechnung, das im Grunde quasi jede funktionelle Mitwirkung innerhalb von Arbeitseinheiten oder so ausreicht, um jedenfalls mal eine Beteiligungsstrafbarkeit wegen Beihilfe zu begründen. Fritz Bauer war da in seinen Formulierungen ja zum Teil noch weitreichender, hat von Mittäterschaft gesprochen. Ob das jetzt im strafrechtsdogmatischen Sinne gemeint war, sei mal dahingestellt. Wenn wir uns dieses Zitat angucken, dann sehen wir, nein, das war also ein Gedanke, der war Helge Grabitz immer wieder mit Bezug auf Schuldprinzip eher fremd. Sie hat, wenn, dann moderat weiter verstanden oder sagen wir mal großzügigere Maßstäbe angelegt im Hinblick auf den Nachweis einer solchen konkreten Einzeltatbeteiligung. Also das ist ja immer so ein bisschen quasi in der Rezeption der Rechtsprechung auch so, dass da der älteren Rechtsprechung, dass da so ein bisschen untergeht, dass es eben auch im Hinblick auf die Einzeltatbeteiligung wiederum Handlungen als sozusagen strafrechtsirrelevant, neutral aufgefasst wurden, eben lange zum Beispiel der Nachweis in der Postenkette gestanden zu haben, während das eben, also das ist sozusagen eigentlich kein Problem des fehlenden Nachweises einer Einzeltatbeteiligung. Da war sie ihren eigenen Stellungnahmen zufolge strenger und insofern eben sozusagen nicht konform mit dem, was die allermeisten Schwurgerichte gemacht haben. Aber dass sie darüber jetzt hinausgegangen wäre und gesagt hätte, jetzt der bloße Nachweis irgendwo Dienst getan zu haben, zum Beispiel überhaupt in irgendeiner Form, wenn man nicht eben
quasi der ranghöchste, die ranghöchste Person vor Ort war, an so einer Aussiedlungsaktion mitgewirkt zu haben, ohne dass jetzt konkret klar war, was dort getan wurde, das sollte nicht ausreichen. Ja, vielleicht, was wir noch nicht erwähnt haben, war ja Ihre Teilnahme als historische Sachverständige zusammen mit Wolfgang Schäffler in dem israelischen Demjanjuk-Verfahren, und das ist ja auch aufschlussreich. Also ich glaube, das Demjanjuk-Urteil, wenn sie das jetzt noch erlebt hätte, das hätte sie überhaupt nicht gutiert. Und sie hat da ja auch von der historischen Deutung, also ganz am anderen Ende gelegen, indem sie eben gesagt hatte, die Travniki, die sind alle gezwungen, sind sozusagen dort unter einem unmenschlichen Druck da herangezogen worden und hatten eigentlich keine Möglichkeit, sich dem zu entziehen. Und das ist ja durch die historische Forschung, soweit ich weiß, ich bin da kein Expertin, aber soweit ich weiß, ist doch sehr stark relativiert. Jedenfalls, also auch in dieser Hinsicht hat sie sich dagegen gewehrt, also sozusagen jetzt Personen aufgrund ihrer Funktion dann auch strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Da ist eine Meldung aus dem Publikum. Ja. Bitte? Soll ich die aus dem Chat zuerst vorlesen? Achso, ja, erst aus dem Chat. Okay, es gibt eine Frage aus dem Chat, nämlich welche Rolle die Stadt Hamburg oder welche Bedeutung die Stadt Hamburg für Grabitz Arbeit hatte. Und dazu die Bemerkung: Es herrscht im Bürgertum der Stadt ja eine nicht unerhebliche apologetische Haltung hinsichtlich der Beteiligung an nationalsozialistischer Politik und Judenverfolgung. Kannst du da was zu sagen? Ja, aber ich würde jetzt schon sagen, dass die Hamburger Senatsverwaltung für Justiz dort sehr aktiv war, jetzt im Vergleich zu anderen. Landesjustizverwaltung hat ja die Hamburger Justiz, war das eigentlich Biermann, der damals Justizsenator war? Ich bin mir nämlich jetzt nicht ganz sicher, wer der damals amtierende Justizsenator war, aber jedenfalls war das ja ein ganz bewusster Schritt, wirklich jetzt diese Spezialstaatsanwaltschaften aufzubauen und dort bis zu der dann eintretenden Verjährung, damals war die Perspektive der Zeithorizont eben noch 69, tatsächlich da das zu tun, was getan werden muss. Was ich nicht weiß, wie die Hamburger Politik oder eben die Senatsverwaltung für Justiz, wie die Kontakte Richtung Polen oder auch zur DDR, wie die das wahrgenommen haben, das war ja schon entscheidend, auch für Bauers Erfolg, dass er da Mittel und Wege fand, dann eben die nötigen Beweismittel auch erschließen zu können. Da weiß ich nicht, wie das Klima in Hamburg war, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass Sie selbst, ich würde Sie irgendwie ins rechte sozialdemokratische Lager erstmal so einordnen, dass Sie da eigentlich also kein ausgeprägtes Interesse hatte zur Zusammenarbeit, jedenfalls nicht mit der DDR, weil die DDR kommt absolut schlecht weg. Also da hat sicherlich keine Kooperation stattgefunden, mit Polen wahrscheinlich schon, und das würde ich jetzt eben auch interessant finden, da mal sich genauer drum zu kümmern. Ja, ich kann da vielleicht auch noch so das eine oder andere ergänzen. Also ich denke auch eben, also die Rolle jetzt der Stadt Hamburg ist im Hinblick auf die Frage, wie ernst die Aufgabe übernommen wurde, jetzt 1965, als diese neuen Planstellen geschaffen werden, schon, ich würde es jetzt mal als überdurchschnittlich bezeichnen. Also es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen, wie die Landesjustizverwaltung dann mit dieser Herausforderung umgehen. Wir wissen aus Nordrhein-Westfalen, dass dann eben auch so eine landesbezogene zentrale Stelle mit zwei sozusagen Dependancen errichtet wird. Das macht Hamburg jetzt nicht, aber es werden eben diese Spezialabteilungen eingerichtet,
Das ist ein Schritt. 26 Planstellen für die Justiz ist auch eine Ansage, wäre es bis heute sehr beträchtlich, auch wenn, wenn wir es dann runterrechnen auf diese großen Ermittlungsverfahren, Komplexverfahren, das natürlich wenig bleibt, aber die bleiben eben auch, wenn ich es richtig verstanden habe, bis ungefähr, also zweite Hälfte der 70er Jahre bleibt dieser Personalbestand erstmal da. Und es gibt auch sonst, finde ich, gewisse Anzeichen, dass jedenfalls in der Handhabung, also Annette hat jetzt vorhin gesagt, Helge Grabitz habe Datenschutz sehr ernst genommen. Ja, das gilt insofern, als sie eben nicht verurteilte oder lediglich zu zeitigen Freiheitsstrafen verurteilte Personen nicht namentlich nennen wollte, zum Beispiel in diesem Interview. Aber diese Zugänglichkeit von den Akten, ja, also dass der Browning dieses Verfahren so intensiv bearbeiten kann, oder eben Wolfgang Kurilla als jemand, der ja auch aus der Politik kam und da zu der Ordnungspolizei diese große Studie verfasst hat, also diese, sozusagen diese Möglichkeit, mit den Justizmaterialien zu arbeiten, die ist, glaube ich, schon was lokal Spezifischeres. Noch zu diesen Rechtshilfefragen. Ich fand es auch frappant, wie klar in dem, was Grabitz schreibt, auch noch nach 1990 ganz klar ist, also die DDR und was die DDR da an Verfahren im Hinblick auf NS-Verbrechen durchgeführt oder eben auch nicht durchgeführt hat, das ist alles nicht satisfaktionsfähig. Ne? Also da ist schon ganz klar so die kalte Kriegsrhetorik da und gibt es eigentlich auch keine Zwischentöne. Über den Rechtshilfekontakt zu Polen spricht sie sehr positiv und sagt eben, das wäre immer, hätte sehr, sehr gut geklappt und ich weiß aber jetzt auch nicht sozusagen, wie stark sie das in den persönlichen Reisen erlebt hat oder ob das im Wesentlichen, also sie spricht davon, irgendwann war es eben dann nicht mehr polnische Briefe, die kamen, sondern erst war es kurz auf Englisch, dann haben die irgendwann auf Deutsch geschrieben und dann haben sie einfach schnell telefoniert. So, ne? So beschreibt sie das zum Beispiel. Genau, also das vielleicht jetzt auch noch eher so anekdotisch als Ergänzung. Ja, Anja Schmidt, ich vertrete die Entlastungsprofessur für Strafrecht hier an der Uni Graz. Ich fand es einen ganz, ganz spannenden Vortrag, auch weil ich sonst nicht zeitgeschichtlich arbeite. Ich würde gern in geschlechterkritischer Hinsicht nochmal nach diesem Perspektivenwechsel fragen, den Sie, Frau Weinke, angesprochen hatten, dass es spannend sein könnte, jetzt auch mal zu gucken, abseits der Nazi-Jäger, was sind denn die Protagonistinnen, die sozusagen so eine alltägliche Arbeit in der Breite gemacht haben, was könnte denn da eine Erkenntnis oder was sind die Arbeitshypothesen da in Bezug auf Helge Grabitz? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, Sie hatten vorhin erwähnt, ich glaube, so eine Rezension von Kripom, dass das ja alles so emotional sei. Und ich meine, ich habe jetzt nur die Zitate hier gelesen, die fand ich jetzt nicht übermäßig emotional, sondern vielleicht auch eine sachlich gerechtfertigte Fassungslosigkeit, die da teils zum Ausdruck kommt. Wie schätzen Sie das ein? Oder vielleicht auch, Boris, wie schätzt du das ein? Ist das jetzt so ein Framing, sie ist eine Frau, sie ist emotional, oder würdest du eher sagen, ja, da ist schon eine Emotionalität drin? Ja, also ich denke, dass das Thema insofern ein gewisses Potenzial hat, weil wir uns ja ohnehin, wenn wir uns mit der Geschichte der bundesdeutschen Strafverfolgung beschäftigen, ist dann mit Außenseiterfiguren zu tun haben. Also das ist ja auffällig, dass im Grunde die wesentlichen Impulse in der alten Bundesrepublik, also ich rede jetzt sozusagen nur erstmal von den 40 Jahren alte Bundesrepublik, dass da eben Außenseiter innerhalb der Justizbehörden, Dissidenten innerhalb der Justizbehörden, dass die da die Dinge versuchen, auf ihre Art und Weise voranzubringen. Und in dieses Schema passt sie ja in gewisser Weise auch. Ich glaube auch, dass sie innerhalb der Behörde, dass sie da nicht everybody's darling war. Ich glaube, sie war eine ziemlich schroffe Person, die ihr Ding gemacht hat. Ich glaube, so Teamwork,
weiß ich nicht so richtig. Aber sie hat eben mit sehr, also mit einem sehr, mit einer sehr großen Hartnäckigkeit hat sie das über Jahrzehnte betrieben. Ja, das ist in gewisser Weise, denke ich, also das kann man auch so für andere Figuren erkennen. Ich finde es schon auffällig, dass, ich weiß nicht, ob Sie Barbara Jos Dahlmann kennen, die als die eigentlich Juristin war, die dann aber als Dolmetscherin bei der zentralen Stelle angefangen hat. Da habe ich auch so ein bisschen in meinem Buch drüber geschrieben, über diese Begegnung mit dem Staatssekretär im baden-württembergischen Justizministerium, der ihr dann sagt, also warum backen Sie eigentlich keine Kekse? Warum mischen Sie hier eigentlich die ganze Zeit mit? Also das heißt auch, also es tauchen immer mal wieder Frauen auf, die auf ihre Art und Weise versuchen, sich da einzubringen, und deswegen habe ich diese Netzwerkgeschichte auch nochmal angesprochen, weil das war für Jos Dahlmann eben auch entscheidend, dass man doch Kontakte zu Mittlerfiguren aufbaut, die dann diese sehr schwerfällige Strafverfolgung irgendwie, die da eben mehr Dynamik reinbringen. Und da könnte ich mir vorstellen, weil sie in diesem Buch Psychogramme der Beteiligten, da schreibt sie immer davon, dass es für sie wichtig war, die Kontaktaufnahme zu den jüdischen Zeugen. Also dass sie so für sich den selbst in Anspruch entwickelt hat, wir müssen eine Vertrauensgrundlage erstmal herstellen. Wir können da nicht irgendwie mit der Strafprozessordnung daherkommen, sondern wir müssen erstmal diese menschliche, zwischenmenschliche Vertrauensgrundlage überhaupt wachsen lassen, damit das mit der Strafverfolgung dann passieren kann. Und das fand ich schon ein Ansatz, der sie auszeichnet und der eben ungewöhnlich war. Und insofern, da wird es sicherlich auch noch andere Personen geben, die man da vielleicht in den Blick nehmen könnte. Und dann haben Sie gefragt nach, wie bitte? Mit der Emotionalität, ja. Also würde ich jetzt ganz klar sagen, dass das natürlich dieser Diskurs ist. Also das ist ja einfach auch kalter Kriegsdiskurs pur. Das finden wir auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also das heißt, wenn man mit den Vereinten Nationen anfängt, wenn ich diplomatische Debatten habe und ich möchte eben jemanden dort in gewisser Weise auf Abstand halten, dann komme ich mit diesem Argument. Das ist ein sehr gängiges Argument, was man ja auch in gewisser Weise auch durchaus heute noch erlebt. Es ist allerdings eben auch in ihren Schriften, also in diesem Buch Psychogramme, wird das bewusst eingesetzt. Und ja, es fällt auf, dass es in diesem bundesdeutschen Kontext als anstößig gilt. Also es ist sozusagen ein Qualitätsdefizit, während es dann in diesem amerikanischen Kontext eher gewürdigt wird, als ein Versuch, sich in einer neuen Art und Weise auf diese Problematik des Umgangs mit NS-Verbrechen einzulassen. Ja. Ja, ich ergänze da vielleicht auch nochmal. Ich meine, man muss sich schon immer vor Augen halten, dass natürlich quasi dieses rechtswissenschaftliche oder juristische Ideal ja eines ist, was sozusagen einen technokratischen Zugang irgendwie erstmal als wünschenswert darstellt, ne? Unter den Gesichtspunkten Unparteilichkeit, Neutralität. Und dass dann auch so den ganzen sozusagen bundesdeutschen Rahmen, mit dem man den Zugriff auf die
Aufarbeitung der NS-Verbrechen durch das Recht betrieben hat, nämlich die Leitlinie, das ist wie normale Kriminalität zu behandeln, keine Sondergesetze und so weiter, allenfalls sozusagen punktuell Anpassungen der rechtlichen Rahmenbedingungen, verspätet sozusagen eine Einrichtung wie die zentrale Stelle oder sowas, Verjährungsfrist, also im Prinzip sozusagen das Recht der Tatzeit gilt und gibt den angemessenen Rahmen für die Aburteilung vor. Das übersetze ich auch über sozusagen die Haltung, mit der NS-Verbrechen zu begegnen ist in der Justiz. Das ist eben, sind eben Straftaten und die müssen auch irgendwie nüchtern ermittelt und so weiter verfolgt, angeklagt und abgeurteilt werden. Da würde ich schon sagen, das hat Helge Grabitz jetzt nicht so sehr im Sinne von ich stelle mich dem bewusst entgegen, aber immer als eine nicht angemessene Haltung auch einer Strafverfolgerin, einer Staatsanwältin verstanden. Und das hat sie auch so thematisiert und erst recht dann so darüber ihre, wenn man sie jetzt als geschichtswissenschaftliche Publikationen bezeichnen möchte, verfasst. Und da hatte ich jetzt auch, also auch wenn Sie auf die letzten Folien gehen, die sind irgendwie überschrieben als ein anderes Sprechen über die strafrechtliche Aufarbeitung. Genau, nochmal eine Folie zurück. Nee, dann die nächste. Nee, das springt jetzt immer so ein bisschen. Also da gibt es ein längeres Zitat, das ist jetzt wahrscheinlich zu lang, um das vorzulesen. Aber wenn Sie da ganz kurz reingehen in den Text, also ich weiß nicht, ob das jetzt zu sehen, ja genau. Also das ist auch wieder dieser kurze Text, den ich vorhin schon mal genannt habe, aus der Tribüne, das Grauen analysieren, gibt es Objektivität in NS-Verfahren? Also das ist ein Text, den habe ich so noch nie von einem Rechtswissenschaftler oder einer Rechtswissenschaftlerin gelesen, erst recht nicht 1982. Also so offensiv zu thematisieren, was passiert hier mit mir, was heißt es? Ich tue mich natürlich so ein bisschen schwer, das jetzt in einen Nexus zu rücken. Sie war eine Frau und deswegen ist ihr es gelungen. Erstmal würde ich das einfach als Befund formulieren, dass sie viel umfassender reflektiert und verstanden hat, was es heißt, in diesen Verfahren tätig zu sein. Und da hat ihr, also das ein zentraler Bestandteil war eben, dass sie einfach alle Beteiligten an diesen Verfahren in den Blick bekommen hat, sozusagen. Und das war namentlich natürlich auch die überlebenden Zeugen. Und über die und was das für die jetzt bedeutet, an diesen Verfahren irgendwie mitzuwirken, aber nur in sehr beschränkter Weise mitwirken zu können und so weiter. Das hat sie einfach sehr früh zu einem Gegenstand gemacht und dadurch wird ihr Schreiben viel multiperspektivischer, als das jetzt bei, wie gesagt, allen mir bekannten rechtswissenschaftlichen Texten der Fall ist. Das würde ich eben tatsächlich als etwas ganz Bemerkenswertes bezeichnen. Und es übersetzt sich eben auch dann in gewisse sprachliche Sensibilitäten, die eben auch in den Rechtswissenschaften jetzt erstmal fremd sind, ne? Also sie spricht, ich weiß jetzt nicht, wie gängig das möglicherweise in den Geschichtswissenschaften ist oder war, aber sie spricht eben von den Entkommenen für die Opferzeugen, also hat da sozusagen einen eigenen Begriff. Es ist auch so, es ist jetzt vielleicht nur so eine Randnotiz, aber ich glaube, es gibt einen Text von ihr von 1998, also ziemlich spät. Das ist wahrscheinlich der erste Text von einer Rechtswissenschaftlerin, den ich kenne, wo gegendert wird. Und ich halte es nicht für einen Zufall. Und es gibt so andere Punkte, wo ich den Eindruck hatte, naja, also sie hat da auch eine höhere sprachliche Sensibilität. Aber wie gesagt, das Wesentliche ist für mich diese Multiperspektivität, dass sie auf alle Verfahrensbeteiligte schaut und das versteht und das schon auch korreliert natürlich dann
mit zum Beispiel Zuschauerinnen in dem Saal oder der vermissten Öffentlichkeitswirksamkeit. Wie gesagt, das übersetzt sich nicht dann in ein strategisches Herangehen an das Strafverfahren. Das war ihr, glaube ich, auch sehr, sehr fremd. Also diese Art der Funktionalisierung von Strafverfahren, die hat sie, glaube ich, als rechtsstaatlich sehr problematisch angesehen. Aber das Bewusstsein dafür, was da passiert oder auch nicht passiert, das war da. Ich fürchte, wir müssen das Gespräch an dieser Stelle abbrechen. Es ist sehr spannend. Man könnte das noch in vieler Hinsicht fortsetzen. Es ist ja auch jetzt mal nur ein Einstieg in das Thema gewesen. Und es wäre natürlich super, wenn man das nochmal irgendwann fortsetzen könnte mit anderen Personen, mit Ausweitung von Netzwerken, mit anderen Fragestellungen. Aber zunächst mal ganz herzlichen Dank an Annette Weinke und Boris Burkhardt für diese anregende Anregung durch dieses Thema. Und ja, ich wollte noch darauf hinweisen, dass wir nächste Woche eine Veranstaltung haben, die sich ebenfalls lohnen wird. Jetzt muss ich mal kurz nachblättern. Und zwar zusammen in Kooperation mit der Deutschen Nationalbibliothek werden wir da eine Veranstaltung haben, die sich nennt nach dem Lübcke-Untersuchungsausschuss, was geschieht mit den Akten. Das ist eine Podiumsdiskussion mit verschiedenen Beteiligten am Donnerstag, nicht am Mittwoch, wie wir sonst machen, Donnerstag, 25. April. Genau, und vielleicht sehen wir uns dann wieder in einer entsprechenden Runde. Vielen Dank und guten Abend.